Akt 1 – Die Geburt des Kosmos. Der Kosmos entfaltet sein majestätisches Dasein mit dem Auftritt der sechs Urgottheiten Chaos, Gaia, Tartarus, Eros, Erebos und Nyx. In einem wahrhaft göttlichen Tanz des Ursprungs gebiert Gaia, durch die Liebe von Eros ohne jede Begattung im Schlaf, Uranus, den Himmel, die erhabenen Urea, die majestätischen Berge, und Pontus, das endlose Meer. Nyx und Erebos vereinen sich, um Aether, die luftige Sphäre, und Hemera, den strahlenden Tag, hervorzubringen. Aus der göttlichen Vereinigung von Gaia und Uranus entspringen die mächtigen Titanen, die gewaltigen Kyklopen und die schrecklichen Hekatonscheiern. Doch Uranus, um seine Macht zu wahren, verbannt seine Kinder in die Tiefen der Erde, verwehrt Gaia die Geburt. Diese Ungerechtigkeit entfacht den Zorn von Gaia, und sie schmiedet einen Plan, Kronos, einen ihrer Titanensöhne, zum Sturz zu bewegen. Auf ihren Rat hin entmannt Kronos seinen Vater mit einer scharfen Sichel und wirft das entehrte Glied in die schäumenden Fluten des Meeres. So wird Kronos zum Herrscher der zweiten Göttergeneration. Aus dem Blut, das aus Uranus' verstümmeltem Glied auf Gaia tropft, erheben sich die furchterregenden Giganten, die rächenden Erinien und die anmutigen melischen Nymphen. Und aus dem in die Tiefen des Pontus geschleuderten Samen des Glieds entspringt die bezaubernde Aphrodite, Göttin der Liebe und Schönheit. Die epische Erzählung führt nun zu den Nachkommen von Nyx, den Kindern des Pontus und den Sprösslingen der Titanen Okeanos und Thetis, den Okeaniden und den rauschenden Flüssen. Die Genealogie entfaltet sich weiter mit den Nachkommen der Titanen Thaia und Hyperion, des Titanen Kraios mit der Tochter des Pontus Eurybia, sowie der Titanen Phoebe und Koios. Schließlich werden die Nachkommen des Kronos und der Rhea aufgelistet, Hestia, Demeter, Hera, Hades, Poseidon und der mächtige Zeus. Akt 2 – Die Prophezeiung und die List der Rhea. Uranus, der Himmel selbst und Herrscher des Kosmos, erregte den Zorn seiner Gemahlin Gaia, der Göttin und Personifikation der Erde. Die gemeinsamen Kinder, die Hekatonscheiern und die Kyklopen, wurden von Uranus in den Tartarus, den tiefsten Abgrund in Gaias Körper, zurückgestoßen. Die Erde bebte vor Schmerzen, und Gaia schwor Rache. In einem Akt der Rebellion schuf Gaia eine gewaltige Sichel und rief die Titanen, sechs Söhne und sechs Töchter, hervor, die sie einst mit Uranus zeugte. Kronos, der jüngste der Titanen, willigte ein, den Vater zu stürzen. Mit der Sichel bewaffnet, legte er sich auf die Lauer. Als Uranus sich mit Gaia vereinigte, griff Kronos an, und mit einem einzigen Schnitt trennte er dem Himmelsgott die Genitalien ab. Das Blut oder der Samen des Uranus fiel zur Erde und gebar die Giganten, Erinien und Milliarden. Kronos bestieg den Thron des Uranus und sperrte die Hekatonscheiern, Zyklopen und neugeborenen Giganten in den Tartarus. Uranus' Schmerzensschreie hallten durch den Kosmos, als Kronos, sein eigener Sohn, sich gegen ihn erhob. Das Himmelsreich bebte vor dem Sturz seines einstigen Herrschers. Das Blut des geschändeten Uranus, das zur Erde tropfte, gebar schreckliche Kreaturen, Giganten, Erinien und Milliarden, die das Land mit ihrer finsteren Präsenz überzogen. Kronos, nun auf dem Thron des Himmels, sperrte nicht nur die Hekatonscheiern, die Zyklopen und die neugeborenen Giganten in den Tartarus, sondern auch die Dunkelheit in sein eigenes Herz. Ein Hauch von Unheil lag über dem Olymp, als die Titanen ihre Macht ausübten. Doch Gaia, die Mutter aller, konnte den Schmerz nicht vergessen, den ihr Uranus angetan hatte. In ihrer Wut prophezeite Gaia Kronos, dass sein eigenes Schicksal dem seines Vaters gleichen würde. Die Rache des Himmels würde auf ihn niederprasseln durch die Hand seiner eigenen Kinder. Doch Kronos, von Furcht und Machtgier geblendet, lachte über die Worte der Erdgöttin. Die Titanen regierten mit eiserner Hand, während Gaia im Verborgenen ihre Pläne schmiedete. Die Zeit würde kommen, in der die Titanen für ihre Taten bezahlen müssten, und Gaia vertraute darauf, dass ihre Nachkommen den Pfad der Gerechtigkeit beschreiten würden. Im Schatten der Titanenherrschaft schmiedete Gaia eine neue Allianz. Die Titanen, einst vereint gegen Uranus, begannen sich untereinander zu misstrauen. Koios, Kraios, Hyperion, Iapetus, Atlas und Menoitios hatten ihre eigenen Ambitionen, und die Neutralen, Okeanos, Thaia, Rhea, Themis, Nemosyne, Phoebe und Thetis, bewahrten ihre Geheimnisse. Die Bühne war bereitet für das Schicksalsdrama, das die Götter des Olymps gegen die Titanen antreten ließ.
Ein gewaltiger Konflikt, der die Grenzen zwischen Himmel und Tartarus erschüttern sollte. Während die Titanen den Himmel regierten und das Universum mit ihrer finsteren Macht durchzogen, schmiedete Gaia einen verzweifelten Plan. Kronos, der die Geschwister seiner Frau Rhea verschlungen hatte, um der prophezeiten Rebellion zu entgehen, war ein Herrscher von grausamer Natur. Doch Rhea, die kluge Schwester und Gattin, verbarg ihre Trauer und dachte an das Schicksal ihres neugeborenen Sohnes Zeus. Als die Zeit gekommen war, Zeus zu gebären, legte Rhea eine List an. Sie präsentierte Kronos nicht das eigene Fleisch und Blut, sondern einen in Windeln gewickelten Stein. Kronos, blind vor Machtgier, verschlang den vermeintlichen Erben, ohne zu ahnen, dass Rhea den wahren Nachkommen in Sicherheit gebracht hatte. Die Höhlen des Diktygebirges auf Kreta wurden zum Versteck für den jungen Zeus. Hier, fernab der göttlichen Intrigen, wuchs er unter dem Schutz der Ziege Amaltheia und den Kureten auf. Seine wahre Herkunft blieb vor Kronos verborgen, der im Glauben an seine Sicherheit weiter die Titanenregentschaft aufrechterhielt. Der junge Zeus wurde von den Kureten in den Künsten der Kriegsführung unterwiesen und von Amaltheia genährt. In der Zwischenzeit schwelte in seinem Herzen der Wunsch nach Gerechtigkeit für die Sünden seines Vaters und seiner Onkel, den Titanen. Akt 3 – Der Krieg der Götter. Als der Tag der Abrechnung näher rückte, schlich sich Zeus, nun herangewachsen und von der Göttin Metis mit einem mächtigen Zaubertrank ausgestattet, in den Palast des Kronos. Der Stein, die verschluckten Geschwister und die unerlösten Schreie der Hekatonscheiern, Zeus zwang Kronos, sie alle auszuwürgen. Die Erde bebte vor der Wucht der befreiten Wesen, und der Himmel schien sich zu öffnen. Der Thron des Uranus, einst gestürzt von Kronos, sollte nun von Zeus erklommen werden. Doch Gaia warnte ihren Enkel vor den Schatten der Prophezeiung, die über seiner Herrschaft lagen. Der Donnerkeil, Symbol der aufkommenden Macht, sollte nun die Schicksalsfäden in die Hände der Götter des Olymps legen. Befreit von den Eingeweiden des Kronos, versammelten sich die Geschwister Zeus, Hades, Poseidon sowie die Göttinnen Hestia, Demeter und Hera, um gemeinsam gegen die Titanen aufzustehen. Der Krieg zwischen den Olympiern und den Titanen entfesselte eine gewaltige Schlacht, die die Grundfesten des Universums erschütterte. Zeus, der den Zorn des Himmels in seinen Händen trug, erschlug das Ungeheuer Campe, das den Tartarus bewachte. Die Hekatonscheiern, einst von Kronos in die Finsternis verbannt, wurden befreit und traten an der Seite der Olympier in den Kampf ein. Mit gewaltigen Steinen schleuderten sie gegen die Titanen, während die Zyklopen dem jungen Zeus halfen, seinen mächtigsten Verbündeten zu schaffen, den Donnerkeil. Die Zyklopen schmiedeten nicht nur den gewaltigen Donnerkeil des Zeus, sondern auch den Dreizack von Poseidon und für Hades einen Helm, der Unsichtbarkeit verlieh. Die Waffen der Götter waren geschmiedet und der Himmel bebte vor der bevorstehenden Schlacht, die über das Schicksal der Welt entscheiden würde. Jahre des Krieges zogen ins Land, ein Jahrzehnt der unermüdlichen Kämpfe zwischen den Olympiern und den Titanen. Doch letztendlich erwies sich die Macht der Olympier als überlegen. Die Titanen Koios, Kraios, Hyperion, Iapetos, Atlas und Menoitios wurden besiegt, ihre einst stolzen Throne zerstört. Nach der Schlacht teilten die Brüder Zeus, Poseidon und Hades die Herrschaft über das Universum. Zeus bestieg den Thron des Himmels, Poseidon regierte über die See und Hades wurde Herrscher über die düstere Unterwelt. Die Titanen wurden in den Tartarus gesperrt, bewacht von den Hekatonscheiern, die einst ihre Peiniger waren. Neutrale Titanen wie Mnemosyne oder Prometheus behielten ihre Stellung. Doch für Atlas und Kronos gab es eine besondere Bestrafung. Zeus, gewillt, das Gleichgewicht der Welt zu wahren, verurteilte Atlas dazu, den Himmel für alle Ewigkeit zu tragen, während Kronos, der einstige Herrscher des Kosmos, von Zeus mit seinem Donnerkeil vernichtet wurde. Die Welt gehorchte nun den Befehlen der Olympier. Zeus und seine Götter konnten ihre Vorherrschaft nicht nur gegen die Titanen verteidigen, sondern auch gegen den späteren Angriff der Giganten, den die Erdgöttin Gaia heraufbeschworen hatte. Seit jenem Zeitpunkt thronte Zeus als unangefochtener Herrscher des Himmels und die Götter des Olymps lenkten die Geschicke der Welt nach ihrem Willen. So endete die epische Schlacht und der Olymp triumphierte über die alten Mächte, die einst den Kosmos regierten. Die Ära der Olympier hatte begonnen und die Götter regierten den Himmel, das Meer und die Unterwelt mit eiserner Hand. Unter der Führung von Zeus wurde die Welt in göttliche Ordnung gezwungen und die Hekatonscheiern wachten über die gefangenen Titanen im Tartarus.
Doch das Universum, das von göttlicher Macht beherrscht wurde, war nicht frei von Schatten. Die Prophezeiung, die einst Gaia ausgesprochen hatte, hallte noch immer in den Hallen des Olymps wider. Zeus, in seiner Herrschaft fest verwurzelt, blickte mit Argwohn auf seine eigenen Kinder. Das Rad des Schicksals drehte sich unerbittlich und die Warnungen der Erdgöttin wurden nicht vergessen. Die Götter des Olymps, während sie über die Sterblichen herrschten, entdeckten ihre eigenen Schwächen und Leidenschaften. Intrigen und Machtkämpfe schlichen sich in die himmlischen Reihen und die Harmonie, die einst den Himmel erfüllt hatte, wurde von düsteren Wolken bedroht. Dennoch blieben die Olympier die unumstrittenen Herrscher der Welt. Sie traten aus den Schatten ihrer Vorfahren und erleuchteten das Universum mit göttlichem Glanz. In den Herzen der Sterblichen wurden ihre Namen verehrt und die Tempel zu Ehren der Götter ragten hoch empor. Der Himmel, einst Schauplatz von Rebellion und Krieg, wurde nun von den strahlenden Gestalten der Olympier beherrscht. Der Donnerkeil des Zeus erleuchtete die Dunkelheit, der Dreizack des Poseidon beherrschte die Wellen und der Helm des Hades verschleierte die Pfade der Unterwelt. So endete das epische Kapitel der Titanenkriege und die Geschichte der Olympier setzte sich fort. Das Universum, von den Fäden des Schicksals gelenkt, erlebte eine Ära des göttlichen Friedens, der jedoch stets von den Schatten der Prophezeiung bedroht wurde.